Hallo und herzlich willkommen. Heute Morgen gab es für mich nämlich eine sehr schöne Überraschung und was die Überraschung war, werde ich euch jetzt nach dem Intro erzählen. Viel Spaß! Das Geile ist nämlich, Action Movie FX hat wieder ein Update rausgebracht, obwohl ich euch erst in der letzten Folge das Update präsentiert habe, gibt es heute Morgen schon wieder ein Update. Wie man hier oben schon sehen kann, hat sich das Update auf Call of Duty Black Ops 2 spezialisiert und das ist auch gut so, finde ich, denn es wird von sehr vielen erwartet und auch von mir. Und es gibt auch neue Effekte, die mit Black Ops zu tun haben. So, also zuerst einmal sind natürlich alle Effekte jetzt nach dem Update in HD. Es wurden ein paar Fehler behoben auf dem iPad mit iOS 5. Und ja, die neuen Effekte sind einmal Hellstorm Missile. Wie immer werde ich euch wieder Beispielvideos in einem anderen Video zeigen. Sieht aber hier schon mal richtig geil aus. Wenn wir dann zurückgehen, gehen wir auf EMP. Sieht auch richtig Hammer aus. Und dann kommen wir zu den Problemen, nämlich Dragonfire Drones, also eine Drohne, kann man anlocken, muss man aber entweder die App sharen und das funktioniert hier komischerweise gerade nicht bei mir. Oder, egal wo ihr dieses Logo von Black Ops 2 seht, müsst ihr das mit dem Handy scannen. So, dann noch ein Problem, nämlich der nächste Effekt Claw, oder wie das ausgesprochen wird, muss man auch anlocken, indem man sich am 29. Oktober, das heißt in einer Woche, den neuen Trailer anschauen wird. Das heißt, ich muss noch eine Woche warten, damit ich den Effekt benutzen kann. Und ihr könnt natürlich auch einstellen, dass ihr daran erinnert wird, dass ihr den als erstes seht und bla bla bla. Aber es ist eigentlich alles nur Werbung für Call of Duty Black Ops. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das gut, denn die neuen Effekte sehen richtig geil aus. Ich werde die auch gleich nach draußen gehen und die filmen. Außerdem, seht ihr hier den Effekt Computer Crash. Und den bekommt ihr nur, falls ihr eine spezielle Kombination von Drücken und Schütteln des Geräts macht. Denn das ist sozusagen eine Überraschung. Ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt. Kann sein, dass es die schon seit Ostern gibt. Nämlich müsst ihr dafür folgende Sachen tun. Ihr müsst das Gerät einmal schütteln und dreimal auf diesen Scene Select Button drücken. Dann bekommt ihr diesen Effekt, wo der Computer auf den Boden runterfällt. Ob das jetzt irgendwie eine Widmung an Steve Jobs gewesen ist was der darstellen soll, weiß ich nicht. Er sieht ein bisschen aus wie ein alter Mac, aber wofür der genau ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber sonst, irgendwelche neueren Funktionen zu Action Movie FX gibt es eigentlich, glaube ich, nicht. Und wie gesagt, ist eine meiner Lieblings-App und ich kann sie nur jedem empfehlen, der gerne auch Actionfilme dreht oder drehen möchte. Und als Gag bei Freunden ist sie sowieso das Beste und ich kann euch nur sagen, ladet euch die App runter. Die Black Ops Sachen sind erstmal gratis. Die anderen könnt ihr euch dann, glaube ich, auch hoffentlich gratis runterladen. Und wenn nicht, dann kauft ihr euch eben noch die anderen Packs, so wie ich, denn ich habe die meisten gekauft. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.